Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ihrem BLK Regional TV und das Ganze am Dienstagabend. Ja, ich begrüße Sie heute hier aus Hohenmölzen, genauer gesagt vom Hohenmölzner Herbstmarkt oder wie die Einheimischen sagen, vom Mölzer Markt. Der hat eine lange Tradition, seit 1284 gibt es den schon durch das Stadtrecht. Ja, und eine lange Tradition hat auch der Fassbieranstich. Herzliches Willkommen hier in Hohenmölzen zu diesem wunderschönen Herbstmarkt. Ein Ehr gebührt allen Gästen hier in unserem großen Festzelt, alle die heute gekommen sind, zu feiern, wie wir es seit 1284 tun. Denn in Hohenmölzen wird ununterbrochen gefeiert, naja, fast ununterbrochen, seit 1284, darauf datiert unser erstes Marktrecht und seitdem wird immer am 1. September, Freitag im September, hier der Hohenmölzner Herbstmarkt abgehalten und viele Menschen sind gekommen nach Hohenmölzen, um dieses Fest zu feiern. Ihnen allen ein herzliches Willkommen, schön, dass Sie da sind und schön, dass Sie dieses Wetter bestellt haben. Herzlichen Applaus! Der Bürgermeister, glaube ich, genug gesagt, weil wir sind ja zum Feiern hier und deswegen hat der Bürgermeister oder irgendeine Auserwählte immer zum Herbstmarkt die Aufgabe, dieses Bierfass anzustechen. Und ein Vöglein hat es mir gezwitschert, in diesem Jahr soll ich es nicht selber machen. Ich habe es ja im ersten Jahr mit ihm Schlag geschafft. Ja? Also, in diesem Jahr gibt es eine ganz besondere Ehre, den letzten Jahr 10 Jahre alt geworden, der Dreitürme-EV. Mit dem Mittelaltermarkt immer bekannt. Und in diesem Jahr wird, sie weiß es noch gar nicht, die Vereinsvorsitzende Martina Weber dieses Bierfass anstechen. Also seien wir alle gespannt auf den Fassbieranstich. Ich wünsche Ihnen schon mal einen tollen Herbstmarkt. Viel Kurzweil hier auf all diesen Plätzen. Kommen Sie uns besuchen, bleiben Sie uns treu. Und wenn ein Tropfen vom Himmel regnet, dann ist es ein Freudentropfen. Ja, für dieses wunderschöne Fest. Ihnen allen einen wunderschönen Herbstmarkt. Und jetzt Martina Weber mit dem Fassbieranstich. Premiere! Martina, so, erster Fassbieranstich heute, Premiere und dann überraschen. Große Ehre, ich war total platt, ich kann das nicht wirklich, aber es läuft und das ist schon mal gut. Ja, das Highlight am Freitag ist hier der Grammarkt. Der zieht sich oder schlängelt sich durch die gesamte Stadt. Man bezeichnet es auch als Kaufhaus unter freiem Himmel. Sehen Sie hier ein paar Impressionen.
bevor wir unseren Streifzug jetzt fortsetzen, gab es in unserem Burgenlandkreis noch allerhand andere Neuigkeiten und Aktivitäten. Und das Ganze sehen Sie jetzt in unseren Kurzmeldungen, kurz und kompakt. Am Freitag wurde der kürzlich verstorbene Geschäftsführer des Kreissportbundes, Ron Schlehan, auf dem Reinsdorfer Friedhof beigesetzt. Seine Familie, Freunde und Wegbegleiter erwiesen ihm die letzte Ehre. Hunderte hatten zuvor in den sozialen Netzwerken ihre Bestürzung und Trauer bekundet. Mit seinem Tod verlieren die Vereine einen besonders engagierten Streiter für den Sport im Burgenlandkreis. Mit unermüdlichem Einsatz setzte sich der leidenschaftliche Bayern-Fan erst wenige Wochen vorher für den Reinsdorfer SV ein, dessen Vereinsheim durch einen verheerenden Brand völlig zerstört wurde. Schlehans Einsatz für den alljährlichen Sportlerball und sein Wirken im Kreisfußballverband werden unvergessen bleiben. Zurück bleibt nur die Frage nach dem Warum und die Erinnerung an einen Menschen, auf dessen Wort man sich immer verlassen konnte. Am Sonntag startete bei stürmischem Herbstwetter pünktlich um 9 Uhr der Mitteldeutsche Marathon. Und das Ganze bereits zum 14. Mal. Mit integriert die Rollstuhlstaffel Roll und Ran. Behinderte und Nichtbehinderte bewältigen dabei gemeinsam einen Marathonlauf. In diesem Jahr feierte das Avendi-Team aus Dessau-Roßlau ihren 10. Geburtstag. Die Rollstuhlfahrer werden von ihren fleißigen Helfern über die gesamte Marathonstrecke von Sperrgau nach Halle geschoben. Circa 170 Sportlerinnen und Sportler haben sich beim Mitteldeutschen Marathon bereit erklärt, den Rollstuhlfahrern dieses unvergessliche Erlebnis zu ermöglichen. Als Partner des Avendi-Teams konnte in diesem Jahr unter anderem aus unserer Region der Verein Pont du Cul e.V. aus Weißenfels und die Avendi-Pflegeeinrichtung Weißenfels gewonnen werden. Schon seit Wochen hat sich der Verein auf dieses Sportevent vorbereitet. Frank, du bist gut gerüstet. Was nicht so toll ist, ist heute das Wetter. Wie schaut's aus? Alles bestens? Alles gut? Alles gut, alles bestens. Wir sind guter Laune und von dem Wetter lassen wir uns sowieso nicht umbringen, weißt du doch. Es geht gleich los. Wie sieht jetzt dein Part aus? Also mein Part sieht so aus, dass ich im Rahmen unserer Staffel beginne mit dem Steffen Koch zusammen. Wir werden die ersten 5 Kilometer sozusagen überwinden mit unserem Partner im Rollstuhl, mit Rando. Und danach übernehmen die nächsten, sodass wir letztendlich irgendwann einmal glücklich und zufrieden in Halle ankommen, im Ziel. Dann drücken wir jetzt den Daumen und toi toi toi, dass alles gut geht. Danke dir, Frank. Dankeschön, danke. Traditionell werden auch in diesem Jahr die Teilnehmerbeiträge aus dieser Aktion für soziale Zwecke gespendet. Freuen können sich darauf der Verein Pont du Cul e.V. Weißenfels und die Harzer Roller. Das 44. Reit- und Springturnier stand am vergangenen Wochenende in Bergesdorf vor den Toren von Zeitz auf dem Programm. Wir wollten wissen, ob man hier an der Tradition festhält oder ob es vielleicht Veränderungen gibt. Also es gibt ein bisschen was Neues. Wir haben ein bisschen die Organisation ein bisschen umgestellt, sind ein jüngeres Team. Der Ebenhoch ist immer noch im Hintergrund, wie immer, aber wir haben uns so ein bisschen was Neues ausgedacht. Vor allem im Springen ist es bis Klasse M und bei der Dressur auch, wie immer. Aber so das Rahmenprogramm ist ein bisschen anders gestaltet. Wir haben dieses Jahr auch mal geschafft, Kinderreiten und Kremser und Kutschfahrten. Einen kostenlosen Shuttle-Service haben wir eingerichtet von Zeitz für die Bürger von Zeitz, dass die hier zu uns kommen können. Ja, und morgen ist dann noch große Festveranstaltung am Nachmittag. Da stellen sich Vereine vor aus Zeitz und Umgebung und da ist im Festzelt nochmal richtig was los. Wie geht es in diesem Jahr weiter? Ist das das Ende oder gibt es noch was? Also es gibt noch was, es gibt immer was bei uns im Reitverein und das ist auch bald. Am 10. Oktober steht die Hubertusjagd an, die große Jagd, immer eigentlich unser Jahresabschluss, große Veranstaltung nochmal. Wo kommen die Teilnehmer her? Wo kommen die Reiter her? Also die Teilnehmer kommen aus Thüringen, Sachsen und Sachsen-Anhalt größtenteils. Aber dann haben wir ja noch unsere tschechischen Reiter, die jedes Jahr kommen nach Bergesdorf. Das sind jetzt 5 Reiter da, die hier auch mit an den Start gehen. Ja. Und da sind renommierte Reiter schon mit dabei? Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Sollen wir einige nennen? Bloß mal so grob?
Ja, also von uns hier aus der Region ist auf jeden Fall Stefan Gensch ein renommierter Reiter. Die Katharina Hartung von unserem Verein, die Susan Schalive auch für unseren Verein, die geht in der Dressur an Start bis Klasse M. Apropos Verein, hier hat man in der Zukunft noch einiges vor. Viel wollten sie uns nicht verraten, aber so viel? Es ist ein neuer Standort in Planung. Wir bleiben dran und haben uns bereits mit Ernst Ebenhoch und Yvonne Pioch für einen späteren Zeitpunkt verabredet. Und da erfahren wir und Sie genaueres. Ja, und was natürlich auf dem Mölsermarkt nicht fehlen durfte oder fehlen darf, das ist der Vergnügungspark hier hinter mir auf dem Franz-Spiller-Platz. Und wir haben bei den Ausstellern oder Schaustellern, wie man es auch immer nennt, eingefunden, die schon seit vielen, vielen Jahren den Mölsermarkt die Treue hält. Wie lange genau? 40 Jahre. Die Mutti hat damals... Das Freibad gemacht und hier seit 1975. Wir sind ja, Familie, genau, Lerbscher. Genau, die Familie Lerbscher aus Schkölen. Was macht den Reiz eigentlich aus? Wieso hält man so lange hier zur Stange und den Mölsermarkt immer wieder zu beglücken? Ja, warum? Na, wir sind mit dem Leben dabei, ne? Wir machen von der Pike auf und sagen uns lieber hier als woanders. Was macht eine Stadt aus? Straßen, Gebäude, Plätze? Nein, es sind die Menschen, die eine Stadt ausmachen. Das Leben, das Miteinander, die Vereine. Wir, die Wohnungsverwaltung Weißenfels, unterstützen Vereine, Einrichtungen, aber vor allem die Menschen in unserer Stadt. WVW. Mehr als Wohnen. Rekomöbel. Wir bringen Farbe in Ihr Leben. Willkommen daheim. Unser Slogan ist unser Versprechen. Wir sind ein Puzzlestein in Ihrem Leben und haben das facettenreichste Wohnungs- und Gewerberaumangebot in der Elsterstadt. WBG Zeitz. Ihr kommunaler Partner rund ums Wohnen. Ja, neben dem Krammarkt, da lockt natürlich auch der Mittelaltermarkt jedes Jahr zahlreiche Besucher an. Ja, und bevor wir sie dorthin entführen, bleiben wir erstmal noch in der Gegenwart. Denn die Wobau hier in Hohenmölzen, die feiert ihr Jubiläum. 25 Jahre. Und das ist ja ein Grund zum Feiern. 25 Jahre, ein Jubiläum. Tolle Zeit. Es war keine leichte Zeit. Nee, es war eine spannende Zeit. Es war wirklich aufregend. Wir wussten ja gar nicht, wo die Reise hingeht. Die Häuser, die keiner mehr haben wollte, die hat man uns einfach so überlassen. Die Gebäudewirtschaft, es gab 50 Pfennig Miete. Und dann, es war einfach klasse. Wir konnten wirklich mal was Neues aufbauen. Und wir sind stolz, dass das jetzt an jedem Haus, wo Wobau draufsteht, ist auch Wobau drin. Das sieht richtig gut aus. Kann man durch die Stadt gehen. Wir haben noch zwei Immobilien, die noch gemacht werden müssen. Und das andere ist eigentlich schon schick. Ja, und schick ist es vor allen Dingen in Nord, diese neue Variante, die ganz toll gelungen ist. Ja, dort haben wir jetzt die Häuser ja abgetreppt, wie jeder sehen kann. Und das wird auch gut angenommen, weil die Leute sagen, das passt jetzt auch ins Stadtbild von der Höhe her. Es sieht aus wie so eine Reihenhaussiedlung. Und es hat jetzt Charme, weil dort wohnen ja nicht mehr 3000 Leute, sondern heute nur noch 1000. Und wenn wir das weiter durchziehen, die Leute haben uns aufgefordert, mach das weiter, dann ziehen dort ganz andere
ganz anderes Klientel hin. Also wir haben dann wirklich wieder eine Durchmischung. Wir haben ja noch viele Lehrer, wir haben viele auch Doktoren. Und die haben gesagt, wenn ihr das mit dem Dachgeschoss, mit diesen Terrassen macht, dann gehen wir unser Eigenheim auf. Also soweit habe ich es auch schon gehört. Ja, super. Dann wünsche ich erstmal noch viel Spaß mit oder beim Feiern. Wir sehen uns mit Sicherheit noch auf dem Mölzermarkt. Danke. Dankeschön. Jetzt, liebe Zuschauer, da möchte ich Sie mitnehmen auf den Mittelaltermarkt. Heute nur für eine kleine Stippvisite. Bevor ich dort aber angekommen bin, ja, dann erfahren Sie erstmal von uns, was am Wochenende, am kommenden Wochenende so bei uns hier im Burgenlandkreis so los ist. Und damit kommen wir zu unseren Veranstaltungstipps. Traditionell am 2. September-Wochenende strömen tausende Weinfreunde zum Feiern nach Freiburg. Erleben Sie das Winzerfest in Freiburg, Mitteldeutschlands größtes Weinfest, ein großes Saale-Unstrut-Weindorf sowie ein buntes Musik- und Showprogramm auf allen Festplätzen der Stadt. Seien Sie gespannt auf eine Vielfalt an Weinen und feiern Sie mit den Saale-Unstrut-Winzern. Probieren Sie die Weine auf dem Marktplatz, der sich an diesem Wochenende in ein Weindorf verwandeln wird. Kellerführungen finden am Samstag stündlich von 11 bis 17 Uhr und am Sonntag um 11 und 13 Uhr statt. Am Winzerfest Sonntag wird um 18 Uhr die neu gekrönte Gebietsweinkönigin mit ihrem Gefolge im herzoglichen Weinberg erwartet. Am Samstag, den 12. September, wetteifern Kinderfeuerwehren aus dem gesamten Burgenlandkreis im Zeitzer Schlosspark. Schauen Sie doch einfach mal vorbei. Beginn ist um 9.30 Uhr. Der Mipark Sport e.V. lädt am Samstag, den 12. September, zum 4. Bergbauseencup, einer Drachenbootregatta an den Mondsee ein. Der Startschuss fällt Punkt 10 Uhr. Am Samstag, den 12. September, lädt die Rotkäppchen-Sektkellerei zu einer öffentlichen Führung ein. Die Sekttour führt Sie durch die historischen Kelleranlagen und erläutert Ihnen die verschiedenen Stufen der Sektherstellung. Am Ende der Führung genießen Sie ein Glas prickelnden Rotkäppchen-Sekt. Beginn ist um 11 Uhr. Der Heimatverein Dreußig e.V. wird am Tag des offenen Denkmals am 13. September sowohl das Heimatmuseum mit der derzeitigen Ausstellung über das Dreußiger Handwerk sowie die Heimatstube im Kavalierhaus mit der Dauerausstellung zur Dreußiger Geschichte in der Zeit von 10 bis 18 Uhr geöffnet haben. Des Weiteren wird es Führungen auf dem Schlossgelände geben. Der Treffpunkt ist die Heimatstube jeweils um 12, 14 und 16 Uhr. Die katholische Kirche hat ebenfalls von 9.30 Uhr bis 16 Uhr geöffnet. Ja, liebe Zuschauer, wir haben uns am Samstag nochmal auf den Weg gemacht, hier in Hohenmölzen auf dem Mittelaltermarkt. Denn hoch hinaus sollte es gehen. Bussarde konnte man jetzt an den drei Tagen ja mal bestaunen und Näheres darüber erfahren. Ich möchte ganz gerne mit der Falknerin dann auch mal sprechen. Und, aber zuvor und nicht und, gehen wir ins EKZ nach Leisling. Denn da war in der vergangenen Woche Promi-Besuch. Weil ein König auch mal für kleine Kaiser musste, sein Flieger ihn aber nicht für VIP genug hielt und ohne ihn abhob, gab es am 2. September im EKZ Schöne Aussicht Leisling erst einmal lange Gesichter. Musste doch die Audienz auf den 3. September verschoben werden. Doch warum war der König von Mallorca in Leisling? Weil ich eine LP auf dem Markt habe, die heißt Es war alles am besten. Und meinem dem Anlass entsprechend, ich bin 70 geworden, heißt sie deswegen alles am besten, weil es hat sich immer aus dem, was ich erlebt habe, auch wenn es negativer war, immer etwas entwickelt, wo ich sage, hey, war eigentlich doch gut. Und deswegen verkaufe ich die jetzt natürlich mit Vehemenz, weil ich habe jetzt die zweite Single draußen, die ist von 0 auf 1 gegangen in den Discjockey-Charts vor einer Woche. Von 0 auf 1. Wow. Und davor die wie im Himmel so auf Erden. Ist 30 Wochen in den Top 10 der Discjockeys. Und die LP verkauft sich sehr, sehr, sehr gut. Wenn man da wirklich mal mit spitzeren Ohren hinhört, dann merkst du, dass ich mich langsam auch wieder dahin entwickle, wo ich eigentlich mal ursprünglich herkam.
Ich komme aus dem Popgeschehen, ich war Gitarrist in der Gruppe und bin dann durchs Kornfeld in den Schlager so reingerutscht, dass ich da nicht mehr rauskam. Bin zwischendurch in den USA abgehauen, habe dort eine Band gehabt, war dort auch bis 57 in den Hot 100 mit Don't Want Nobody, so hieß der Titel. Aber es war 80er Jahre. Und jetzt entwickle ich mich wieder dem Zeitgeist entsprechend mehr zum Pop hin. Ob ich es schaffe, dann auch in den dementsprechenden Sendern gespielt zu werden, das werden wir sehen. Weil Heute schlafen mit meinem Cabrio ist mehr eine Comic-Nummer. Wie im Himmel, so auf Erden ist ein moderner Schlager. Aber Millionen Meilen heißt der Titel. Ist auf der LP drauf. Das ist absolut Pop. Das habe ich mit dem Produzenten von Cascada gemacht. Und da wollen wir mal sehen. Vielleicht schaffe ich es ja damit, langsam auch in das Popgeschehen mit einzugreifen. Und wenn ich das schaffe, dann bin ich auch reif für die Hallen, weil das habe ich schon vorbereitet im vorigen Jahr. Mit Band, wo ich mal wieder Banjo spiele, wo ich mal wieder Gitarre spiele und wo ich 2-3 Stunden auf der Bühne bin, ohne Vorprogramm. Trotz seines Alters ist er noch fit und denkt nicht ans Aufhören. Solange mich die Füße tragen, mache ich es noch und solange es mir Spaß macht. Ich brauche es ja nicht. Also ich bräuchte es nicht finanziell. Das ist ja das Wichtigste. Also ich bin frei und kann meinem Hobby frönen und das ist Musik. Und das ist auch das Tollste, was es gibt. Musik machen, hallo. Also ich muss sagen, summa summarum hat das Schicksal, wie gesagt, deswegen heißt die LP, es war alles am besten, ist gut mit mir gemeint, denn ich wäre sonst Arzt geworden, definitiv. Definitiv, ich hätte ein Skalpell in der Hand gehalten. Und ob ich das mit 70 noch gemacht hätte, bezweifle ich. Aber so macht es mir Spaß. Ich verarzte die Leute auf meine Art und singe ihnen was vor und wenn sie lachen, ist das eine Art von Heilung. Ähnlich sieht das möglicherweise auch aus Anthony, der am 5. September ebenfalls im EKZ Schöne Aussicht und Stage war. Ich muss sagen, ich liebe es, in Einkaufszentren aufzutreten. So, als ich gefragt wurde, ob ich hier das machen möchte, fand ich das toll, weil es ist wirklich eine Möglichkeit, dass ich sehr nah an Leute und Menschen drankomme. Gibt's neues Projekt, neue CD, neue... Ach, es gibt so viele Projekte von mir im Moment, aber was schön ist, ich bin sozusagen viel unterwegs. Ich bin bei vielen Festivals, viele Geschichten im Moment. Ich bin viel im Fernsehen zu sehen. Ich habe gerade Schlager eine Stadt in Leipzig gedreht für MDR. Und es kommt nächstes Jahr, außer dass ich mit Florian Silbereisen auf Tour gehe, es kommt mein neues Album am Anfang nächstes Jahres. Ja. Also wir sind jetzt gerade dabei, die Songs auszusuchen und einzusingen. Und was schön ist, dass bei diesen Alben habe ich wirklich gemerkt, dass die Produzenten, die Songs schreiben möchten, wirklich für mich was schreiben. Und das finde ich ganz toll. Es sind ja nicht nur die Lieder, sondern Sie sind ja auch im Fernsehen zu sehen. Sie waren im Dschungel. Was ist Ross Anthony? Ein Entertainer? Ein Sänger? Ich würde sagen, Ross Anthony ist einfach nur ein Allround-Entertainer, der Menschen damit glücklich machen will. Das ist offensichtlich gelungen. Die Mall war gefüllt. Einkaufswagen mussten den Bereich weiträumig umfahren. Günstige Mieten, moderne Wohnungen, eine große Auswahl und sieres Wohnen. Diese 4 Eckpfeiler sind das Fundament, auf das die Wohnungsbaugenossenschaft in Weißenfels baut. Mit über 2300 Wohnungen an insgesamt 9 Standorten in der Saalestadt sollte für jeden Geldbeutel etwas dabei sein. Sei es nun zum Beispiel im Wohngebiet Weißenfels Süd in der Marienstraße oder altersgerechtes Wohnen am Kugelberg. Die WBG ist ein Garant für modernes und angenehmes Wohnen, ganz im Sinne ihres Mottos, Wohlfühlen und sicher wohnen. Interfunk Mende, Ihr Fachhändler für Kabel-TV, Multimedia und Veranstaltungstechnik in Ihrer Nähe. Wir stellen Ihnen TV- und Radiosender in bester Bild- und Tonqualität preisgünstig zur Verfügung. In unseren Geschäftsräumen führen wir erstklassige TV-Geräte der Marken Metz, Grundig und Panasonic. Unsere qualifizierten Mitarbeiter stehen Ihnen gern zur Verfügung und beraten Sie umfassend und kompetent. Schauen Sie doch einfach vorbei in Bad Kösen, Borlachstraße 35. Auch im Alter schöner wohnen in einem angenehmen Umfeld. Wohnbau Theissen bietet Wohnen mit Ansprache und Geselligkeit in der neuen Begegnungsstätte Pekinger Straße in Zeitz. Übernachtungsmöglichkeiten gesucht? Die neuen Gästewohnungen sind geschmackvoll eingerichtet, auch für Behinderte entsprechend ausgebaut. Wohnbau Theissen, Weißenfelser Straße 6 in Theissen.
Sie machen das wie viele Jahre schon? Na, circa 6-7 Jahre mache ich das jetzt schon. Mhm. Also man muss, wenn man Falkner werden möchte, ja eine Jagdausbildung absolvieren und dann eine Falkenausbildung. Und man muss sich aber vorher bewusst werden, dass das ein umfassendes Hobby ist und nicht nur Hobby, sondern es muss Passion werden. Das ist richtig. Nun war ja vorhin vor diesem Regenguss, denn liebe Zuschauer, Petrus hat es heute nicht allzu gut gemeint. War ja hier viele Leute, hier war ja voll. Stört das eigentlich das Tier nicht? Na, wenn es das Tier stören würde, wäre es nicht hier. Dann würde es ja wegfliegen. Ich gebe ihm ja die Freiheit. Aber ich lebe mit meinem Bussard jetzt schon 3 Jahre sehr intensiv zusammen und man baut ein unsichtbares Band auch auf. Und das ist also die hohe Kunst des Falkenhandwerks, dass man also Vertrauen gibt und Vertrauen zurückbekommt und viel Zeit miteinander verbringt und als Mensch, sage ich mal, die Verantwortung hat, so umsichtig zu sein, dass dem Vogel, wenn er auf dem Handschuh steht, der Sicherheit und Futter bedeutet, nichts passiert. Deshalb sind Falken auch ein bisschen Eigenbrötler, sind ein bisschen ex- und introvertiert. Aber wichtig ist, dass der Vogel, egal nach, ob ja nach der Jagd oder nach der Show, gesund auf dem Handschuh steht. Das ist mir das Allerwichtigste. Also Salto muss nicht sein, Hauptsache der Vogel steht mir gesund wieder auf der Faust. Nun, wir sind schon wieder fast am Ende unserer Sendung angelangt. Was jetzt noch fehlt, ja, liebe Zuschauer, Sie werden es wissen, das ist unsere Wettervorschau. Wie gesagt, Petrus hat es jetzt diese 3 Tage nicht allzu gut gemeint. Aber schauen wir mal, wie die nächsten Tage aussehen. Hier unsere Wettervorschau. Am Mittwoch ist es wechselnd bewölkt, bei Höchstwerten zwischen 14 und 17 Grad weht ein mäßiger, teils böiger Nordostwind. Die Niederschlagswahrscheinlichkeit beträgt 26%. In der Nacht zum Donnerstag lockert die Bewölkung auf, sodass es stellenweise klar sein wird. Dabei sinkt die Temperatur bis auf 11 Grad. Zudem weht ein mäßiger Wind aus nordöstlicher Richtung. Am Donnerstag wird es überwiegend sonnig sein und die Quecksilbersäule kann schon mal bis auf 19 Grad klettern. Es weht eine leichte Brise aus Nordost. In der Nacht zum Freitag kommt es bei teils aufklarendem Himmel zu Tiefstwerten zwischen 9 und 11 Grad und es weht wiederum eine leichte Brise aus Nordost mit mäßigen Böen. Der Freitag wird nach heutigem Stand ein überaus freundlicher und sonniger Tag werden. Die Temperaturen können bis auf 20 Grad steigen. Und die Aussichten fürs Wochenende sehen momentan auch ganz gut aus. Sonne, kaum Regen und Tageshöchstwerte um die 20 Grad. Ob es so ist, das sagen wir Ihnen am Freitagabend in unserer aktuellen Sendung. So, und damit sind wir jetzt wirklich am Ende unserer Sendung angelangt. Ich hoffe, es hat Ihnen unser kleiner Streifzug über den Mölzermarkt gefallen. Wir sehen uns wieder zur nächsten aktuellen Sendung von Ihrem BLK Regional TV, natürlich wieder am Freitagabend. Bis dahin haben Sie eine schöne Woche und wenn Sie noch mehr Nachrichten haben wollen, die finden Sie auf unserer Webseite unter www.blkregional.tv oder Sie besuchen uns ganz einfach bei Facebook. Haben Sie jetzt eine schöne Woche. Bis zum Freitag. Tschüss, machen Sie es gut.